zu meiner Person, so glaube ich, dass mich zwar fast alle schon mehr als ein paar Tage kennen. Ich treibe mich ähnlich wie meine Vorredner seit etlichen Jahren im IT-Bereich um und praktisch unterbrechungsfrei mit freier Software. Seit einem Dreivierteljahr ungefähr bin ich jetzt im Verlagsbereich gelandet und habe mir da irgendwie gedacht, das ist eigentlich ein guter Ansatz, mal über das Thema E-Books nachzudenken und ein bisschen was zu erzählen. Das, was ich hier erzähle, sind meine privaten Erfahrungen, Eindrücke. Das hat nichts damit zu tun, wie mein Arbeitgeber tickt oder was er vorhat oder was er tut. Das heißt, ich erzähle jetzt ein bisschen was über E-Books. Was sind sie? Woher kriegt man sowas? Wie kann man sowas verwenden, verwalten? Wie kann man sich das Leben leichter machen, ohne ständig seine ganze Bibliothek irgendwie mit sich herumschleppen zu wollen? Hätte ich mich früher und aufmerksamer mit dem Programm des heutigen Tages auseinandergesetzt, hätte ich gesehen, dass ein guter Teil meines Vortrags durch einen anderen Vortrag praktisch vollständig gefressen wird, weil es dann später einen OnCloud-Vortrag geben wird. Ich werde versuchen, die inhaltliche Lücke irgendwie anders zu füllen. Nicht mit Singen und Tanzen, das verspreche ich. Ja, E-Books, was ist jetzt das eigentlich? Der erste Schritt war mal, das österreichische Wörterbuch aufzuschlagen und unter dem Lemma E-Book kommt man auf den Verweis zu E-Buch, danke. Und dort steht dann elektronisches Buch und das hilft jetzt auch nicht gerade weiter. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich nicht viel mehr erwartet. Wenn man dann halt in der Wikipedia nachschaut, dann kriegt man eine etwas längere Definition, aber konkret im eigentlichen Sinn wird es immer noch nicht, weil das E-Book so ein Ding ist, das eigentlich viele, viele Mütter und Väter hat und viele Interessensgruppen das irgendwie für sich haben wollen und alle nennen irgendwas E-Book und keiner weiß im konkreten Fall, was man damit meint. Konsens besteht darin, dass es ein elektronisches Buch ist, dass es also in irgendeiner digitalen Form vorliegt. Die ersten Spuren von E-Books hat es irgendwann in den 90er Jahren schon gegeben. Da gab es ein kleines Sony-Gerät mit einem Floppy-Schacht, wo man dann auf Disketten Bücher reinstecken konnte und auf so einer mehrzeiligen alphanumerischen Anzeige sich das anschauen hat können. Fakt ist also, es sind irgendwelche dedizierten Computersysteme oder Programme, die dazu da, nein, es ist die Blödsinn, es ist die Software für dedizierte Computersysteme oder Programme, die uns dann eben erlaubt, Bücher literarischen oder sonstigen Inhalts zu lesen. Das kann ich jetzt machen am Computer, das kann ich machen auf einem Smartphone oder ich werde es dann herzeigen auf einem E-Book-Reader, Lesegerät, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Es gibt jetzt, wie das mit Standards so ist, sehr viele, aus denen man auswählen kann. Und was mir so unter dem Titel E-Book ins Haus geschneit ist, ist eigentlich schon ziemlich abenteuerlich. Das fängt einmal damit an, dass es Plaintext-Files gibt, also reine ASCII-Streams im schlimmsten Fall, hoffentlich eigentlich UTF-8, in denen halt irgendwas, was früher mal ein Buch war, früher mal gebunden auf Papier war, halt jetzt in digitaler Form vorliegt. Viele Publikationen als PDF werden heutzutage auch als E-Books bezeichnet. Dann der CHM, das CHM-Format. Ist das irgendjemandem geläufig? Hat da jemand schon mal Berührung damit gehabt? Das, genau, das ist das Format, in dem die Windows-Hilfe-Dateien verfasst sind. Also das ist im Prinzip ja auch ein per Hyperlinks miteinander verbundene Textteile sind es. Wird eben auch als E-Book bezeichnet mitunter. Dann gibt es das Mobi-Pocket-Format, das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, das Kindle-Standard-Format. Nein. Und täusche ich mich? Kindle ist AZW. Kindle ist bitte? AZW. AZW, okay. Irgendwas. Gut. Also eher die alten Varianten. Ja, Mobi-Pocket ist ein sehr, sehr alter Standard. Und dann gibt es den EPUB, der auch relativ alt ist und erst seit relativ kurzer Zeit EPUB heißt. Das ist der Standard, mit dem ich mich dann eigentlich am liebsten auseinandersetze, weil er offen ist, weil man da auch reinschauen kann. Ich werde das dann auch herzeigen, was da so in einem EPUB drinnen steht. Und
Ja, das ist eigentlich der gängigste Standard, der auf den meisten Geräten verfügbar ist, nicht auf Amazon Kindle-Geräten zum Beispiel. Die zwei, die ich da jetzt ein bisschen näher beleuchten möchte, sind PDF und EPUB, weil ich da heute dann auch herzeigen werde, was da so der große Unterschied ist, weil man kriegt ja sehr viel Literatur, sehr viel Dokumentation auf PDF. Das ist an sich ganz praktisch und das war für mich auch der Anlassfall. Also ich habe mir vor einem guten Jahr so einen E-Book-Reader gekauft, ein kleines handliches Ding, und da habe ich mir gedacht, hurra, da schmeiße ich jetzt alle technische Dokumentation, die ich jemals unterwegs irgendwo lesen möchte, muss, will, darf, kann, soll, die schmeiße ich da drauf und dann kann ich da jederzeit meine Doku durchsuchen, kann nachschauen, kann Standards lesen, kann Leuten besserwisserisch drüber reden, weil ich eh mal alles mit habe. Und das ist doch fein. Grundsätzlich ja. Wenn man sich so PDFs von Handbüchern und ähnlichen Dingen am PC, im Adobe Reader oder in diversen freien Readern anschaut, ist das auch ganz praktisch, ganz nett. Aber wenn man die dann auf seinen Reader transferiert, dann stoßt man auf einige Probleme, zu denen ich dann später noch ein bisschen was sagen werde. Warum ist das so? PDF ist nach außen hin zwar ein Standard, aber PDF gibt es einmal in ganz, ganz, ganz vielen Generationen und Versionen und dann können die PDFs auch noch ganz unterschiedliche Dinge. Das eigentliche Ziel von einem PDF ist der Printbereich, ist der Druck. Verlage heutzutage schicken an die Druckereien Druck-PDFs. Da wird nichts anderes mehr geschickt. Früher sind irgendwelche Satzfahnen und sonstige Dinge durch die Gegend transportiert worden. Heute kommt ein Druck-PDF von einem Buch, das ist entsprechend groß, wenn ein paar Bilder drin sind, zur Druckerei, wird gedruckt, fertig, aus. Das Ding basiert auf einem Seitenlayout, was für Papierproduktion ja sehr praktisch ist, weil ein Papier ist ein physikalisches Ding, das hat Ränder und das kann man alles wunderbar definieren. Wenn ich jetzt aber den gleichen Inhalt auf einem Gerät lesen möchte, von dem ich beim Erstellen des Inhalts noch nicht weiß, wie groß die Anzeige dann später sein wird oder welche Proportionen die hat, dann stört das eher. Und ein noch viel größeres Problem ist, dass seit ich jetzt eben PDF ein bisschen aus der Nähe kenne, wie das da so einerseits im Bereich der E-Book-Thematik und andererseits auch im Bereich der Verlagsthematik bei mir aufgeschlagen ist, muss ich sagen, eigentlich technologisch ist PDF dem Bleisatz nicht wirklich überlegen. Es besteht daraus, dass es bestimmte Glyphen an bestimmte Stellen setzt und das war es auch schon. Wenn man Glück hat, dann hängen diese Glyphen sinnig irgendwie zusammen und dann kann man ganze Absätze da drin erfassen und dann tun sich die Reader beim Konvertieren wieder leichter, wenn man Pech hat, ist das nicht. Und man kann, das kann ich dann, wenn sich die Zeit erlaubt, auch herzeigen, man kann ein PDF, das man wunderbar optisch im Adobe Reader lesen kann, auch intern so aufbauen, dass wenn ich es dann in ein E-Book konvertiere, ich überhaupt nichts mehr sehe, außer irgendwelcher schrägen Zeichen. Der EPUB-Standard ist ein, ja, PDF ist noch dazu, muss man auch sagen, ist ein proprietärer Standard, da hat die Firma Adobe ihre Pfoten drauf. Er ist zwar veröffentlicht, aber ja, wenn die sich morgen denken, sie machen so, dann machen sie halt so. Okay, das kann sein, dass mit dieser PDF 1A oder A1, nein, PDF 1A heißt das Ding, diese Archivierungsschichten und so weiter, dass das da... 1.4 oder so, irgendwas hat sie mal eingereicht. Das, aber ja. Nicht alles davon ist aber diese. Ja, also das ist so de facto Industriestandard halt vom Status her. Ne? EPUB ist auch nicht viel anders. EPUB ist aber eben ein offener Standard. Man kann sich die Dokumentation dazu herunterladen ohne irgendwelche Probleme. Und das EPUB-Format ist auch relativ einfach gehalten und sehr erfrischend. Es ist nämlich von vornherein eben darauf getrimmt gewesen, den Inhalt darzustellen, unabhängig davon, welche Proportionen jetzt mein Lesegerät hat. Weil anders als ein herkömmliches Buch, hat ein elektronisches Buch halt mal eher in dem Fall ein Hochformat, vielleicht am Bildschirm ein Querformat und irgendwas mittendrin. Und das kann man im Prinzip ja mit einem Seitenlayout nicht wirklich zusammenbringen. In einem EPUB drinnen sind jetzt XML-Dateien
für, vor allem für die Metadaten, also da steht da drin der Autor, die Sprache, der Verlag, wenn es einen gibt, allerhand, was halt so rundherum an einem Buch an Informationen da ist, eine ISBN zum Beispiel, wenn das Buch eine hat. Ja, diverse Metadaten eben. Dann der eigentliche Content, der ist im XHTML-Format drinnen, was auch wieder sehr sympathisch ist, weil das kann man einfach lesen mit Less, VI, was auch immer, Emacs wahrscheinlich auch. Dann ist noch CSS dabei, um die ganze Formatierung zu machen und SVG und dann heißt es so schön Images. Also ein paar Binärbildformate sind da auch erlaubt in dem Format. Aber günstiger sind natürlich SVG-Grafiken, weil man die dann entsprechend wieder anpassen kann. Das Ganze wird dann in einer Ordnerstruktur zusammengepackt, in ein, durch den ZIP-Algorithmus komprimiert und mit der Dateiendung EPUB versehen und fertig ist das E-Book. Optional gibt es dann DRM dazu, das freut jetzt wieder die Verlage und die Rechteverwerter. Mir ist jetzt noch kein DRM-EPUB-File untergekommen, das liegt aber daran, dass ich noch nie eins gekauft habe in einem kommerziellen Shop. Und wie schon gesagt, die Darstellung ist eben geräteunabhängig, das ist der große Unterschied. Schön ist, dass es weit verbreitet ist und gibt es halt nicht auf Amazons Kindle. Die Endgeräte habe ich jetzt schon erwähnt. Also zum einen sind das E-Book-Reader. Da gibt es eben die Kindle, recht bekannt ist auch Kobo, Oyo und ähnliche. Die haben den großen Vorteil, dass sie verhältnismäßig leicht und kompakte Geräte sind. Also das Ding wiegt nicht wirklich mehr als ein Taschenbuch. Ich habe das Ding an sich ganz gern mit auf meinem täglichen Weg von zu Hause ins Büro und wieder heim. Ich fahre mit der Straßenbahn, dann mit der U-Bahn, dann gehe ich ein Stück zu Fuß und wenn ich irgendwo mitten im Lesen bin, klappe ich den Deckel zu, gehe weiter, klappe den Deckel wieder auf, bin an derselben Stelle. Wenn ich das Gerät ausschalte, 3 Monate später wieder einschalte, bin ich wieder an derselben Stelle. Ich habe zig Bücher da drin, jedes, das ich anspringe, ist genau dort, wo ich zuletzt war. Das sind alles so nette Features, die diese Geräte charmant machen. Der Akku läuft ewig und das Display, das ist auch ganz, ganz angenehm, ist eben ein sogenanntes reflektives Display. Ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Artikel darüber im CT-Magazin, glaube ich, die ich gelesen habe, wie dieses E-Ink aufgekommen ist, dieses Anzeigesystem. Also hat irgendjemand keine Ahnung davon, wie dieses, nein, ich muss umgekehrt fragen, wer weiß denn, wie so ein E-Ink-Display funktioniert? Gut, das heißt, ich langweile nicht alle. Wenn ich schnappe jetzt irgendein Buch, ganz egal, wenn man das jetzt am lebenden Objekt sieht. Also das erste, was einmal auffällt, ist, hier ist das Ding unter einer Lampe, es ist also stark beleuchtet und ich kann es trotzdem lesen. Wenn ich so mich in der Straßenbahn umschaue und ich sehe so die Leute, die auf ihren i irgendwas oder Android-Geräten oder auf sowas mit glänzendem Touch-Display versuchen, irgendwas in der Straßenbahn zu lesen, dann sitzen die immer irgendwie so verkrampft da, weil sie die Sonne abschirmen müssen. Das habe ich hier nicht. Je mehr Sonne, desto schön. Das Ding kann ich lesen von 2 Kerzen am Nachttisch, also am Nachttisch bis zu, ja, im Freibad in der prallen Sonne. Und wenn ich da jetzt umblätter, dann baut sich da halt, sieht man schon, ein bisschen, ja, langsam, aber doch das neue Bild eben auf. Und in dem Moment, wo die Seite dargestellt ist, braucht das Display praktisch keinen Strom mehr. Warum ist das so? Da drin, das sind also im Prinzip zwei planparallele, weiß ich, Glasplatten oder Kunststofffolien, zwischen denen ein Haufen kleiner Kügelchen sind. Und da gibt es schwarze Kügelchen und es gibt weiße Kügelchen. Und es gibt oben Elektroden, es gibt unten Elektroden und die Kügelchen, die sind elektrostatisch irgendwie vorbehandelt. Und je nachdem, an welchem Pixel ich Spannung oben oder unten, also auf die Polarität der Spannung, ob ich die jetzt von oben nach unten oder unten nach oben laufen lasse, drehen sich die schwarzen oder die weißen Kügelchen hinauf oder hinunter. Weil das ein mechanischer Prozess ist, dauert das Blättern, das Aufbauen des Bildes eben eine Weile. Aber wenn das vorbei ist, dann ist es erledigt und dann bleibt das Bild stehen, ewig. Wenn der Akku leer ist, ist egal, bleibt das Bild stehen. Und dadurch brauche ich keine Hintergrundbeleuchtung und ich kann eben, brauche mich nicht vor der Sonne fürchten. Das ist ganz angenehm. Und das Bild ist zum Lesen, also jetzt auf der, die Kamera hat scheinbar ein bisschen Probleme, das zu fokussieren.
Aber an sich, man kann sich das dann gern bei mir anschauen, das Bild ist gestochen scharf wie ein Zeitungsbild. Das ist also der große Vorteil von diesen E-Book-Readern. Dadurch, dass sie eben für das Anzeigen des Inhalts keine Zeit brauchen, keinen Strom brauchen und das Gerät eigentlich nur gefordert ist, wenn der User umblättert und dazwischen in einem Schlafmodus ist. Bei meiner Lesegeschwindigkeit schlaft es eigentlich fast immer. Läuft der Akku sehr lang. Also ich stecke das Ding öfter bei mir ans Notebook zum Synchronisieren von neuen Büchern, als ich den Akku eigentlich aufladen muss. Außer ich vergesse mal wirklich einen Monat drauf, irgendwie das Ding irgendwo anzugreifen, dann liegt es mal da und sagt, oh, jetzt bin ich aber leer. Aber so 2-3 Wochen sind überhaupt kein Problem. Andere Variante ist eben Tablet, Smartphone, sonst was oder am PC. Die sind zwar universeller, ich kann andere Dinge auch machen. Ich kann davon, es gibt für den Reader, das ist dieser Kobo, heißt der Hersteller, glaube ich, den habe ich damals ausgesucht, weil ich einen wollte, von dem ich die Firmware herunterladen kann. Da läuft Linux drauf und die Firmware ist in GitHub eingecheckt. Das hat mir das ganze System sehr sympathisch gemacht. Der Hersteller hat zwar noch nicht ganz begriffen, was GitHub eigentlich ist, weil da drinnen liegt ein ZIP-File von das vom Source, aber das macht ja nichts. Und es gibt eine Community, die sich da auch schon mit verschiedenen Hacks für das Gerät befasst hat und es gibt auch Spiele dafür, aber die reduzieren sich halt auf Kreuzworträtsel, Sudoku, also alles, was nicht so wirklich schnelle Actionspiele sind. Und das muss man dann wieder eher am Handy machen. Also einen 3D-Ego-Shooter auf E-Ink, das wird sich wahrscheinlich niemand antun, weil da wird man Framerate von 2 Bildern pro Sekunde zusammenbringen. Ja, dafür eben die Tablets, die Smartphones, die sind halt da universeller, aber habe schon gesagt, das beleuchtete Display ist ein bisschen ein Nachteil. Akkulaufzeit, weiß nicht, ob irgendjemand noch ein Telefon hat, das über 2-3 Tage ohne Netzgerät auskommt und kein Feature-Phone ist. Naja, aber Nokia 2210 und Konsorten gelten nicht mehr. Also alles, was jünger als 10 Jahre ist. Okay. Ich glaube, aber da habe ich jetzt genug über die Geräte erzählt. So, und wo kriege ich jetzt meine Bücher her? Weil irgendwas brauche ich ja auch, um das Ding zu füttern. Ja, und vielleicht wollt ihr auch die Folien wieder sehen. Passt, die vorige Folie war gar nicht zu sehen. Okay. E-Books kriege ich jetzt aus verschiedenen Bezugsquellen. Natürlich gibt es die proprietären Bookshops, da ist dieser Amazon Kindle Store. Der weitaus bekannteste, auch der Hersteller meines E-Book-Readers hat einen eigenen Bookstore. Ich kann sogar im Buchhandel E-Books kaufen, sei das jetzt online oder auch sogar offline. Ich kann also auch zum Thalia hineingehen und mir dort E-Books kaufen. Ich glaube, da kriegt man dann auf SD-Karten oder in irgendeiner Form in der Art. Dann beim sogenannten Handel für Geräte mit Kabel dran, wo man auch die Geräte hauptsächlich kaufen kann. Was aber wesentlich interessant aus meiner Sicht ist, sind so Quellen wie zum Beispiel das Projekt Gutenberg. Dort findet man frei zugängliche E-Books in verschiedenen Formaten. Und das sind also Bücher, deren, und jetzt kommt es auf die jeweilige Jurisdiktion an, Urheberrecht, Copyright, Verwertungsrecht, was auch immer, bereits erloschen ist. Über Rechte spreche ich dann eh gleich nochmal. Ich glaube, das ist aber eh die nächste Folie. Genau, die nächste Folie. Bei Büchern muss man ja dran denken, das ist ja, was man hier vor sich hat, ist geistiges Eigentum von irgendjemandem, von einem Autor, der das einmal geschrieben hat oder von einem Verlag, der ihm das abgekauft hat und der das jetzt verwerten will oder. Und je nachdem, wo man sich befindet, gelten da unterschiedliche Rechtsnormen, mit denen ich jetzt niemanden hier langweilen will. Ich will nur sagen, dass man so darauf aufpassen, wenn man irgendwo ein E-Book herkriegt, dann heißt das nicht gleich, dass man das auch wieder gleich unter jeder Art und Weise weiter verbreiten darf. Da sind Bücher ähnlich wie Software, da gibt es Lizenzen. Was man da ein bisschen unterscheiden muss, ist Urheberrecht, Nutzungsrecht und Copyright. Und das Urheberrecht in Europa ist ein unveräußerliches Recht und erlischt nach 70 Jahren nach Ableben des Autors, glaube ich, bei Belletristik. Und das ist eben auch vor allem die Quelle, aus der das Projekt Gutenberg schöpft. Also da kann ich den ganzen Goethe und den Shakespeare und die ganzen alten Schinken mir herunterladen und auf meine Geräte saugen. Wenn jemand den neuesten Harry Potter haben will, wird er dort nicht fündig werden. Das spielt es nicht. Ja,
jetzt habe ich einen Haufen Bücher, was mache ich damit? Wenn man mal, also ich bin ein Büchermensch, ich habe ein Regal, das weiß ich gar nicht, wie groß ist und nicht, weiß ich nicht, wie viele Titel ich habe. Ich weiß nur, ich habe unheimlich geschleppt, wie ich vor einem Jahr umgezogen bin an Büchern und habe mir geschworen, ich will das eigentlich nicht mehr nochmal machen. Das wird digital nicht besser. Wenn ich jetzt meine Bücher digital sammle, dann werden mir die auch irgendwann einmal über den Kopf wachsen. Und da gibt es eine sehr schicke, freie Software, die heißt Caliber. Und die ist einerseits auf allen wichtigen Desktop-Plattformen zu Hause. Das ist ganz angenehm. Mit der kann ich jetzt verschiedene Dinge mit meinen Büchern machen. Das eine ist einmal, ich kann sie unter verschiedenen Kategorien zusammenfassen. Ich zeige das dann nachher her. Ich kann sie so verwalten, meine Bibliotheken. Ich kann sie konvertieren. Also wenn ich ein PDF kriege, kann ich ein EPUB draus machen. Wenn ich ein EPUB kriege, dann kann ich einen Plaintext draus machen oder ein PDF rechnen lassen oder dieses oder jenes. Ich kann die Metadaten editieren, vervollständigen. Ich kann Bücher sogar direkt über diese Software aus Online-Shops kaufen. Ich kann also meine Zugangsdaten hinterlegen und dann kann ich direkt aus den Shops das beziehen. Und ich kann sie mit meinen E-Book-Readern synchronisieren. Das ist ganz schick. Und was ich noch machen kann, ist, ich kann diese Library, und das ist der Part, den ich jetzt nicht mehr so im Detail erzählen werde, ich kann diese Library dann mit all meinen Geräten synchronisieren. Und wie ich das mache, ist es die OnCloud, über die es dann später was gibt. Also ich habe da meinen Server beim Hoster stehen und da läuft meine OnCloud-Instanz drauf. Und auf meinen Rechnern habe ich das Caliber, mit dem ich meine E-Books da verwalte. Die liegen im Wesentlichen in einer Ordnerstruktur. Und das Caliber hat eine Konfigurationsdatei und wenn ihr das richtig aufsetzt, dann kann ich das alles auf einem OnCloud-synchronisierten Ordner halten. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich jetzt zu Hause oder im Büro oder unterwegs oder am Notebook irgendwo ein neues Buch in meine Bibliothek hineingeschossen habe. Das wird synchronisiert. Komische, in beide Richtungen verwendbare Schnittstelle, idiotisch. Ja, also ich kann meine Caliber E-Book Library in meiner Dateistruktur über meinen OnCloud-Server zwischen meinen Rechnern synchronisieren und habe damit jederzeit überall auf allen meinen PCs die passenden Bücher in der aktuellen Version und egal wo ich dann meinen E-Book-Reader anstecke, kann ich das da rauf und runter schubsen. So, und jetzt kommt der spannende Moment, wo ich das herzeigen möchte. So, das wäre jetzt also die Oberfläche von dem Caliber. Da sieht man schon, ich habe die Bücher da nach verschiedenen Kategorien. Ich kann mir anschauen, da in der Library 10 englische, 8 deutsche Bücher. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, eins aus einem Textfile konvertiertes. Kann ich mir die da anschauen? Ah nein, das ist ein EPUB. Ja, kann man gleich mal schauen. Das Caliber hat auch eine Preview-Funktion, wo ich mir das Buch gleich direkt anschauen kann. Da ist es jetzt schon. Auf einem zeitgemäßen Rechner wird das auch richtig flott. Das ist ein Intel Atom. 7 Jahre hat das Gerät auf dem Buckel. Ja, da kann ich also genauso wie auf dem E-Book-Reader sehe ich die Vorschau von dem Buch. So, und dann habe ich da auch ein nettes Beispiel. Ich kann zum Beispiel auch jetzt hergehen und wo ist es denn? Ah ne, das habe ich in einem Reader, das wollte ich euch erzählen. So, jetzt hänge ich den Kollegen da mal dran. Und dann wird in Windeseile, man hat er noch nicht gefunden. So, genau. Jetzt habe ich da
zwei neue Icons da oben in dieser Menüleiste gekriegt. Da kann ich meinem Gerät auf den eingebauten Flash-Speicher bzw. auf die SD-Karte, die ich da drin stecken habe, auch noch drauf schauen. Also, der Filter ist schlecht. So. Und wenn wir uns da zum Beispiel, das ist es nicht. Das ist es. Da gibt es jetzt zum Beispiel ein Buch, das habe ich da ist nur das EPUB drauf. Das ist ein Buch, das habe ich regulär im Buchhandel gekauft und da ist dann so ein Online-Code drinnen. Das ist ja heutzutage gerade bei technischen Büchern sehr häufig, dass man ein E-Book mitbekommt, gleich wenn man das Buch kauft, also zur Printausgabe, das digitale Buch, hurra. Da habe ich mich gefreut und habe mir gedacht, jo, das ist ein Buch, das kann ich jetzt dann auf meinem Reader lesen. Was ich bekommen habe, war ein PDF und das Buch beschäftigt sich mit einer Methode des agilen Prozess-Projektmanagements. Kanban dürfte in dieser Runde eh nicht so unbekannt sein. Und das ist an sich gespickt mit schönen Illustrationen und aufschlussreichen Bildern. Und da sieht man schon, was passiert, wenn man ein PDF jetzt konvertiert. Das hätte das Inhaltsverzeichnis sein sollen. Das schaut schon einmal nicht mehr so wirklich schick aus auf den ersten Blick. Also da kommt man relativ schnell an seine Grenzen, an die Grenzen von dem System. Und irgendwo mittendrin, schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Ja, zum Beispiel, also diese AEFK, dieses kryptische Dingens da oben, das ist der Überrest von einer Grafik, die in dem PDF drinnen war, in Form von Buchstaben, die auf Textrahmen in verschiedenen Farben draufgezogen worden sind. Wer schon einmal Illustrationen in einem Office, Writer oder Word-Dokument gemacht hat, wird wissen, das kann man auf verschiedene Arten machen. Ich kann ein komplettes Bild einbinden, dann ist das gut, dann wird das Formatkonvertierungen überleben und ähnliches. Ich kann aber jetzt anfangen, kreativ zu malen mit Textrahmen und ähnlichen Dingen. Dann brauche ich unter Windows zum Beispiel einen Standarddrucker wechseln und mir fliegt die ganze Formatierung um die Ohren. Und da sieht man eben schön, wo da jetzt die Grenzen liegen. Also in dem Moment, wo ich aus einem PDF herausgehe und auf dieses EPUB konvertieren will, kann es durchaus passieren, dass mir da Sachen um die Ohren fliegen. Ich habe ein gutes Beispiel an sich auch auf dem Reader. Das war, wo ist er denn? No. Ah, der ist direkt davon. Ja, zum Beispiel ist das vom Armin Medosch, das Buch Freie Netze. Das ist auch original ein PDF. Das ist aber so gestaltet, gesetzt, dass es auch als digitales Buch noch brauchbar ist. Also PDF ist auch ein digitales Buch, als EPUB. Gehen wir da mal irgendwo mitten rein. Also da sind Bilder drin, die man noch verwenden kann und dann ist wieder Text und der Text zur Abbildung, das war da gerade vorhin, Abbildung 2.16, die Antenne und so weiter, ist auch tatsächlich beim Bild. Das passiert nämlich auch manchmal, dass ein Bild dann irgendwo im Text ist und zwei Seiten weiter beim Blättern am Reader kommt dann die Bildunterschrift zum entsprechenden Bild. Also das ist dann eher lästig. So, was kann ich jetzt noch herzeigen an dem Ding? Ja, Metadaten vielleicht. Mal schauen, ob da gehe ich in die Library. Ja? Oder ähnlichen.
Import von Tech direkt habe ich noch nicht probiert, glaube ich, aber ja, probiert habe ich schon mal. Also direkten LaTeX-Source kann man nicht importieren. Es gibt Konverter von HTML, weil ja der Container innen XHTML ist. Die funktionieren dann auch entsprechend. Der Weg über LaTeX, übers PDF, ist auch wieder schlecht. Nämlich vor allem dann, wenn man dieses German Makropaket verwendet hat, weil die Umlaute, da bin ich nämlich auch erst drauf gekommen, über diesen Weg, mit welchem Trick die deutschen Umlaute im LaTeX gesetzt werden. Für ein Ö kriege ich nämlich ein O, als nächstes Zeichen zwei Punkte oben und einen negativen Vorschub, heißt das nicht? Der satztechnische Ausdruck ist egal. Also das nächste Zeichen ist einfach um ein Zeichen zurückversetzt. Das heißt aber, im Datenstrom steht das O und die zwei Punkte. Und ich kriege dann im E-Book O und zwei Punkte und es wird kein Ö. Und das ist besonders dann eklig, wenn ich anfange, Volltext zu suchen. Das haut nämlich dann einfach überhaupt nicht mehr hin. Das ist nämlich auch so eine schicke Sache. Das ist gerade an dem Buch, das da immer als erstes eben oben erscheint in der Liste. Einer meiner Lieblingsautoren, da bin ich glaube ich nicht allein, der das Buch gelesen hat. Das ist ein Buch, das habe ich im Original zu Hause stehen, das ist so eine dicke Schwarte, das Ding strotzt vor Lesezeichen, weil ich finde, dass da einfach unheimlich viele Perlen des allgemeinen Wissens und der Weisheit drinnen stecken. Und ich habe das x-mal gelesen und immer wieder vorgenommen, ich schreibe mir diese Zitate zusammen, ich schreibe sie mir auf und bin nie dazugekommen und immer mal ein Lesezeichen reingeschmissen. Seit ich das auf dem E-Book-Reader habe, kann ich nach den Zitaten im Volltext suchen, was ganz angenehm ist. Jetzt muss ich schlafen. Bitte? Von welchem Buch hast du jetzt? Vom Hitchhiker's Guide zum Beispiel. Genau, ja. Aber das gilt ja im Prinzip für alle Bücher, wenn man irgendwo kommt, der öfter mal vor und sagt, ah, das war diese Phrase, dieses Zitat, da war doch was. Kann ich natürlich Volltext suchen. Bei den PDFs ist das eben sehr, sehr durchwachsen. So, haben wir da irgendwas mit braven Metadaten? Ja, das hat jetzt gerade wenig Metadaten. Das war auch eine spannende Erfahrung. Die IETF bringt die RFCs mittlerweile auch im EPUB-Format heraus. Und auch das ist eine Grenzerfahrung gewesen, wenn ich mir gedacht habe, hurra, alle RFCs in einem Werk, das ist doch fein. Der arme kleine ARM-Cortex-Prozessor da in dem E-Reader, der tut sich halt einfach unheimlich schwer. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt bei 6000 oder so, knapp unter 6000 RFCs, auch wenn es alles nur Plaintext ist, mal einzulesen und dann in diesem gewaltigen Index irgendwas zu suchen. Aber die gibt es auch häppchenweise. Also die IETF bringt, das ist vielleicht ein ganz praktischer Hinweis, die IETF bringt eben die RFCs nicht nur im Plaintext-Format, sondern in verschiedenen Formaten raus. Und dann auch nach Themen sortiert, also man kann sich die, das sollte man vielleicht dann eher machen, man kann sich die auch in kleineren Häppchen zu Gemüte führen. So, habe ich dann noch irgendwelche... Ah ja, dann wollte ich noch eins herzeigen, das, wo man sehr schön sieht, wo die Grenzen liegen, beziehungsweise, bevor ich das mache, zeige ich nochmal kurz her, wie es in so einem EPUB-File ausschaut. Dazu werden wir da jetzt mal die Schrift wahrscheinlich massiv vergrößern müssen. Ja, stimmt, hätte ich durchaus machen können. Und ist das von der Farbe, vom Kontrast her ausreichend? Geht, gut. Dann gehe ich da mal nach. So, da habe ich mir ja schon was hergelegt. Nee. Doch, da unten ist es. Also, ich habe behauptet, das ist ein ZIP. Da gibt es eben dieses Nostromo EPUB. Den zweiten Punkt wird es dann wahrscheinlich gehen. So, was haben wir da jetzt bekommen? Wir haben da mal einen File namens MIME-Type.
Da steht nicht wirklich viel drin, da steht nur drin Application EPUB ZIP. Dann gibt es Meta-Inf. Konto. Okay. Ja, ich habe mich bis jetzt immer gescheut, vor Publikum live was auf der Konsole zu machen. Ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die das routinemäßig machen. Zum Beispiel. So, da ist also dieses Container XML zum Beispiel, wo man in dem Fall jetzt nicht wirklich viel sieht. Das beschreibt nur im Prinzip, wo fängt der Pfad, wo fängt das eigentliche File an. Und wenn man da jetzt in diesen 2021 Folder hineinschauen, so, und da sehen wir jetzt also schon die einzelnen Kapitel in den HTML-Files. Dann gibt es ein CSS und dann gibt es noch dieses Content. OPF und das ist jetzt, glaube ich, genau, da stehen jetzt die Metadaten drin. Also da hat man zum Beispiel den Creator Tag, den Autor, den Titel, die Sprache, verschiedene Schlagworte, nachdem man das im Katalog suchen kann und dergleichen mehr. Wobei dieses Publication Date offensichtlich das vom Projekt Gutenberg ist, weil der Roman wurde 1914 geschrieben, dieser spezielle. Okay, und da können wir noch in ein Kapitel reinschauen. So. Warum die ausgerechnet mit einem Add anfangen müssen, ist mir schleierhaft, aber das ist wahrscheinlich, damit es auf der Konsole schwieriger wird. Das ist aber das sechste Kapitel rein. Und da kommt jetzt dann schon relativ bald eben, das kennt man, Breaks, Headers, Paragraphs. So schaut so ein E-Book also von innen aus. Im Prinzip nichts zu fürchten. Das Ding kann man eben auch mit Grep oder mit ähnlichen Dingen dann lesen, durchsuchen und sonst was treiben. So, wenn ich mich da jetzt anmelde. Wo muss ich? Achso, bin ich schon da. Ich glaube so. Dann gibt es diesen Verlag, der wahrscheinlich auch nicht ganz unbekannt sein wird in diesen Kreisen, in dem ein paar ganz schlimme Bücher erschienen sind, wie zum Beispiel Silence on the Wire oder wo ist es? Das Tangled Web. Der gibt zwar nicht seine ganzen Bücher als PDFs her, das wäre ein bisschen viel verlangt, aber man kann sich da zum Beispiel eben Beispielkapitel herunterladen und die lesen. Und da habe ich mir neulich eben gedacht, so kurz vorm Nachhausegehen, schnappe ich mir noch ein Beispielkapitel, packe es auf meinen Reader und lese es in der Straßenbahn. So, jetzt kann ich da das Chapter 3 herunterladen. So groß. So. Schmeißen wir das irgendwo hin.
So. Den Speicherfresser da mal zu. So, das Buch einmal importieren. Ja. Der Reader selber ist mir noch nicht abgestürzt, nein. Aha. Na, ich war einmal kurz daran zu glauben, dass ich ihm jetzt den Rest gegeben habe. Das war, wie ich den Index von dem RFC-Dokument aufgemacht habe. Aber nach ein, zwei Minuten tapferem Arbeiten hat er ihn dann angezeigt. Also, na, abgestürzt ist mir das noch nie, aber es könnte natürlich, es ist auch nur Code und der wird auch seine Fehler enthalten. Und auch die EPUBs, naja, gut, einem EPUB, famous last words, kann ja nichts Schlimmes drin sein. Ja? Keine Erfahrung hast du mit dem Déjà-vu? Habe ich mir mal angeschaut, aber nicht weiterverfolgt, kann mir aber nicht mehr erinnern, warum. So, jetzt habe ich das da importiert. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue, dann schaut das hier ganz normal aus. Ja, das ist jetzt der ganz normale Document Viewer, der das PDF jetzt anzeigt. Ja, aufwendiges Coverbild, deswegen ist ein bisschen dieser arme kleine Rechner ein bisschen überfordert damit, aber wenn man da so reinschaut in den Text, ja, das kann man ja eigentlich lesen. Und jetzt gehen wir mal her. Das hätte ich wahrscheinlich ausprobieren sollen. Jetzt konvertiere ich das Ding. Und beim Konvertieren, das Kaliber gibt es übrigens auch auf Deutsch. Das ist nur mein Notebook Englisch eingestellt, deswegen ist das ein bisschen schwierig, das da wieder auf Deutsch umzustellen. So, beim Konvertieren habe ich jetzt unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann also beim Input-Format hat das Caliber, so in dem Fall gibt es aber das PDF. Im Output kann das Ding Mobi schreiben, kann AZW3 schreiben, eben das ist der Amazon Kindle-Dingens. Kann natürlich EPUB schreiben, Plaintext, ZIP, PDF, was auch immer ich möchte. Und dann kann ich 100.000 Sachen einstellen. Ich kann mir meine Lieblingsschriftgröße, meine Schriftfamilie einstellen. Beim Konvertieren von PDFs ist dieses Heuristic Processing ziemlich wichtig, weil im PDF nicht notwendigerweise die Information, die Semantik von dem Layout drinnen steht. Also da steht nicht drin, ich bin jetzt eine Überschrift 2 oder eine Überschrift 3 oder ich bin ein Inhaltsverzeichnis, sondern wie ich vorhin gesagt habe, das ist Bleisatz mit Einsen und Nullen. Da sind dann einfach Zeichen unterschiedlicher Größe drin. Und dieser heuristische Importfilter, der kann da drüber gehen und kann dann eben an bestimmten Merkmalen versuchen zu erkennen, was ist da los. Kann im Page Setup herum einstellen noch einiges. Ich kann es auf verschiedenste Reader hin optimieren. Das Page Setup, das ist vor allem für Inhaltsverzeichnisse und ähnliche Dinge interessant. Ich kann versuchen, über sehr einfache XPath Expressions Content Arten irgendwie zu entdecken. Ich kann hier auf den Table of Contents noch Einfluss nehmen. An fast jeder Schraube, an der ich da bis jetzt gedreht habe, habe ich die Einstellungen eigentlich nur schlimmer gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, was da dahinter steht, dass man diverse Einzelfälle schon lösen kann. Aber jetzt mit Blick auf die Zeit möchte ich das jetzt noch da zum Abschluss bringen. So, jetzt hat er dann einen Render-Job, nachdem es ein relativ kurzes Kapitel ist, wird es hoffentlich schnell über die Bühne gegangen sein. Gut, wir schauen dann vielleicht nachher nochmal rein. Gibt es so noch grundsätzlich Anmerkungen, vielleicht eigene Erfahrungen oder Fragen zum Thema Bücher, digitale Bücher, unterwegs lesen? Ja? Ich habe noch eine Frage, wie du das synchronisierst, weil du hast ja gesagt, du hast einen eigenen Server und dann synchronisierst du das zwischen den verschiedenen Instanzen. Wie machst du das? Genau, mit OnCloud. Ja, okay, das heißt, du hast
Ich habe einfach in meiner OnCloud-Instanz einen Ordner Calibre und meine Calibre Library, die in meinem Home Directory liegt, wird vom OnCloud Desktop Client synchron gehalten. Und wie das alles geht, das kommt dann später in einem Folgevortrag, aber it just works. Und das ist eine sehr angenehme Sache. Das geht im Prinzip, das ist ein No-Brainer, wie man so schön neudeutsch sagt. Von den Readern her, ich kenne nur den einen wirklich intensiv. Also ich bin mit dem Gerät zufrieden. Ich bin im Geschäft für Geräte mit Kabel dran gestanden, vor der ganzen Latte von Geräten, habe mir da ein paar angeschaut, habe halt herumgestreichelt auf den Dingern, die tun mal so. Manche haben mehr Knöpfe, manche haben weniger, manche haben Hintergrundbeleuchtung, der hat zum Beispiel WLAN drin, das habe ich glaube ich genau eine halbe Stunde benutzt bis jetzt. Es gibt welche mit GSM-Modul drin, das hängt jetzt vom eigenen Nutzerverhalten ab. Wenn ich unterwegs Bücher nachkaufen möchte, zum Beispiel auf Reisen oder so, ist vielleicht interessant, mein Gerät mit GSM zuzulegen. Wenn mir das eher wurscht ist, das ist also eher ein Low-Range-Ding, das hat unter 100 Euro gekostet, das tut nicht wirklich weh. Wozu ich definitiv nicht raten würde, wären Kindle-Geräte. Hier gibt es eine nette Anekdote dazu. Und zwar kann man die Kindle-Geräte ja nur aus dem Kindle Store befüllen und nur mit der Kindle-Software und hin und her. Und da wird alles dann mit Tod und Teufel, Cloud und Schlag mich synchronisiert. Und da gab es vor ein paar Jahren einen riesen Aufschrei, denn unter all den Leuten, die ein ganz bestimmtes Buch gekauft haben, ist aufgrund eines Lizenzrechtsstreites dieses Buch von einem Tag auf den anderen verschwunden, von allen Kindles. Und das war ausgerechnet George Orwells 1984. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe zu Hause ein Billigregal und da steht ein Haufen toter Pappeln drin. Und wenn ich nicht dran gerüttelt habe, ist da noch keins rausgefallen. Und das ist der Grund, warum ich mir sicher kein Kindle kaufen werde. Und aus dem habe ich auch noch kein Buch verloren, außer durch eigene Blödheiten. Das habe ich da bis jetzt noch nicht gemacht. So, jetzt haben wir mittlerweile ein konvertiertes Buch und das würde ich jetzt auch noch herzeigen. Bezüglich, wie kann man ein PDF so bauen. So, jetzt kann ich das zeigen. Also Read-Specific-Format kann ich das anwenden. Ich habe ein EPUB, ich habe ein PDF. Das EPUB haben wir jetzt gerade frisch gerechnet. Und wenn ich da jetzt reinschaue, dann habe ich zwar noch ein schönes Cover, habe ich das falsche Buch erwischt. Verdammt. Okay, dann kann ich das jetzt nur noch in den Raum stellen? Ich werde es dann später vielleicht herzeigen können am Notebook. Dann war es ein anderes von Michal Zalewski, ein anderes Buch, war es wahrscheinlich das Silence on the Wire. Fakt ist, ich habe das PDF runtergeladen, kurz nachgeschaut. Oh, schaut gut aus, hat es am Desktop-Rechner im Büro, weil das ein bisschen schneller als mein Notebook. Umrechnen lassen, auf dem E-Book-Reader raus, gehe in die Straßenbahn, schlag auf und habe einfach nur noch Glyphen, irgendwelchen Gibberisch. Da waren nicht einmal ASCII-Zeichen da zu sehen, also man kann ein PDF auch so bauen, dass es zwar im Adobe Reader zu sehen ist, aber wenn man ein EPUB daraus machen will, dann ist es einfach nicht mehr lesbar. Und das finde ich bei so einem Verlag ehrlich gesagt auch armselig für Demo-Kapitel, wenn ich die dann noch verschlüssel oder verscramble. Gut. Da bin ich ziemlich sicher. Weil da muss man schon sehr, sehr boswillig sein. Also da muss man schon herumgehen und die Codepunkte im Zeichensatz umdefinieren und ähnliche Dinge. Also das ist nicht so. Ja, nur so gewisse Adobe-Produkte jagen per se PDFs raus, die sehr eigenartig gesetzt sind. Ja, aber es ist doch noch so alles. Also wieder passt's, aber PDF ist ja nicht einmal Unicode.
Das heißt, ich tue mir sowieso schon mal schwer, da wirklich wahnsinnig viel falsch zu machen. In dem Moment, wo ich in irgendein Unicode-Format gehe, da kann ich sagen, ja okay, ich habe mich irgendwie mit Codepages und Codepunkten und irgendwo in dieser Map verloren und bin falsch abgebogen, aber es stehen ja trotzdem drin im Wesentlichen ASCII-Zeichen. Jo. Na gut, dann will ich von der wohlverdienten Pause nicht allzu viel mehr abknapsen. Und danke für die Aufmerksamkeit und herzlichen Dank auch an die Einladung, die mich motiviert hat, heuer doch einen Vortrag zu halten.